Du musst wieder Robux ausgeben. Meine lieben Leute, heute werde ich wieder einige Robux in die Hand nehmen, den Teil meines Hauses verkaufen, so ein Eckstück von der Wand, und mir dann wieder ein paar Robux zu kaufen, nur um dann festzustellen, dass wir wahrscheinlich beim Kistenöffnen gar nichts ziehen. Das geht doch gar nicht. Außer die epische Unit, die es da gibt. Ich meine, ich krieg schon Nervenzusammenbruch, wenn ich nur drüber nachdenke. Deswegen, meine lieben Leute, lasst einen Daumen da, abonniert gerne rein, macht auf gar keinen Fall den Blödsinn nach, den ich mache, das ist nämlich nicht gut. Behaltet euch die Ecke eures Hauses und wir gehen rein. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Toilet Tower Defense. Und Leute, heute gehen wir richtig, richtig rein, denn heute, Leute, kaufe ich nämlich hier diese 20.000 Eier für 12.499 Robux. Bevor wir das machen, lasst uns sowieso einen Daumen da und abonniert rein, falls ihr neu seid, Leute. Unterstützt mich gerne, damit wir dieses Jahr noch die 50.000 Abonnenten schaffen. Das würde mich riesig freuen. Aber das Allerwichtigste, Leute, ist, dass ich euch nochmal impfe und dafür sensibilisiere, dass das, was ich hier tue, ich deswegen tue, um euch A, die Units zu zeigen und B, weil ich mit diesen Videos Geld verdiene und somit das Geld, das ich verdiene, reinvestieren kann. Ich möchte nicht, dass ihr hergeht und genau das Gleiche macht. Gebt also bitte nicht Unmengen an Kohle für dieses Spiel aus, auch wenn ihr die Einheiten gerne haben wollen würdet. Dann geht her, spielt den Eventpass und versucht da einfach darüber die Units zu bekommen und seid nicht traurig, wenn es nicht so ist. Denn das ist eigentlich eine Form von Gambling, das heißt, es ist Glücksspiel, ihr kauft euch was und dann kriegt ihr Kisten und ihr macht das. Das ist nichts, was man tun sollte. Ich will euch das also nur zeigen und will euch dafür sensibilisieren, dass ihr es nicht macht. Also, bitte denkt nicht drüber nach, dass ihr jetzt hergeht und irgendwie das über eure Handyrechnung, übers Handy zahlt und über Roblox das Ganze macht. Nein, nein, tut das nicht, Leute. Denkt an euch und eure Eltern und alle anderen, die ihr liebt. Macht euch nicht in den Ruin. Überlasst das einfach mir. Ich kann damit umgehen, ja, Leute. Und jetzt kaufen wir hier für 12.499 Robux 20.000 Eier, Leute. Und dann haben wir auch direkt hier mal die Mission mit den Eggs. Ja, das ist natürlich dann auch klar. Das ist natürlich dann extrem. 50.000 Eier! Was? What? Okay, gut, krass. Wir können natürlich dann jetzt hier sehr viel claimen. Ja, das ist auch klar. Ja, das ist natürlich ganz normal. Ja, nur mit diesem Kauf, Leute, da, wie gesagt, da kriegt man schon sehr viele. Ihr seht schon, wie viel ich jetzt habe. Kaufen wir jetzt hier einfach mal so viele, bis wir keine Eier mehr haben, Leute. Und dann schauen wir mal, Leute. Dann gucken wir einfach mal, was hier so abgeht. So, okay, jetzt habe ich einige, Leute, und ich habe auch einige gekauft. Und holy Macaroni. Jetzt, glaube ich, kriege ich ein bisschen Angst, Leute. Jetzt, glaube ich, kriege ich wirklich ein bisschen Angst. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Aber so viele sind es gar nicht, wie man meint. Also es sind gar nicht so viele, wie man meint. Luck Boost mache ich jetzt nicht an. Warte mal, der Egg Boost, der bringt mir nichts, ne? Der Egg Boost. Eggs vor zweimal Eggs, ne? Der bringt mir gar nichts. Der nutzt mir nichts. Alright, Leute, alright. Wir öffnen 10. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir irgendwas Gutes rausziehen hier. Ja, Legendary ziehen wir raus und so weiter. Ja, aber sonst Epic. Legendary. Sonst war da nicht so viel los. Schauen wir mal, Leute. Ich hatte die letzten Male so unendlich viel Glück. Oh, der hat ein bisschen länger gebraucht, aber guck mal, was wir hier ist. Wieder nur Legendary. Junge, ich krieg jetzt schon Panik. Ich krieg jetzt schon richtig Panik, Leute. Ich sag euch, wie es ist, ich krieg richtig Flitzekacke. Ich krieg hier richtig Sausen. Ey, die öffnen sich immer so richtig dumm am Ende. Guckt euch das mal an. Das gibt's auch gar nicht. Das kannst du mir doch nicht erzählen, oder? Das kannst du mir doch einfach nicht erzählen. Jetzt komm, gib mir halt irgendwas. Das gibt's doch nicht. Please. Ey, immer die gleichen, ne? Immer die gleichen. Ah, nein. Ey, so viel haben wir nicht mehr. Ich krieg die Krise, Leute. Ich krieg wirklich die Krise. Aber ja, das ist eben das beste Beispiel eigentlich für euch. Okay, da war jetzt gar nichts dabei. Da waren jetzt nur epische drin. So langsam, ne, könnte man mir den mythischen wenigstens geben. Also Godly sagt ja keiner, aber nö, will er nicht. Will er nicht, Leute. Okay, das ist schlecht. Das ist wirklich sehr schlecht. Das ist wirklich sehr schlecht, Leute. Also, ihr seht, das ist extrem schlecht. Yo, was? Ja, was? Oh, doch, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab den mythischen. Alright. Alright, ich hab den mythischen. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal gut. Ey, aber das war's, Leute, ne? Also, ich will euch nur impfen. Das waren jetzt 140 Euro in der Luft aufgelöst. Mache ich auch nicht mehr. Also, das ist es auch. Also, ich habe mir echt geschworen, dass ich in dem Spiel auch nicht mehr so viel ausgebe, aber ich will es euch ja zeigen, Leute. Hard, open, bla bla, so challenging, okay. Dann kommen wir nämlich in den Missionen jetzt wieder weiter, den Egg Boost aktivieren, so, dann sind wir schon bei Tier 19, Leute. Aber es ist trotzdem relativ haarig hier. Das ist trotzdem relativ haarig. So, und schauen wir mal rein. Wir haben auf jeden Fall jetzt die mythische Unit, Leute.
Egg Launcher Cameraman, aber es ist halt, er hat halt keine spezielle Fähigkeit, ne? Blast Range, also wir können den jetzt mal mit reinnehmen, der kostet 600. Die Frage ist nur, statt was nehme ich den mit rein? Wie viel gibt es denn eigentlich von ihm hier? Von ihm gibt es 1520 schon. Gehen wir mal eben ganz kurz in den Trading Plaza rein. Ich will mal schauen, ob den Leute schon verkaufen. Aber schon wild, Leute. Also da seht ihr mal. Also man muss halt auch das Glück haben. Und deswegen ist es ja auch eigentlich sowas wie Glücksspiel, ja, inzwischen in dem Game. Dass du halt hier Geld ausgibst oder keine Ahnung. Und du hast zwar die Möglichkeit zu farmen, aber ihr könnt euch ja ausrechnen, was passiert, wenn ihr hier kostenlos farmt. So, schauen wir mal eben rein. Also, Bunny Crates 180, die kosten natürlich wieder einiges. Das ist klar. None in stock, none in stock, none in stock. So, für wie viel wird denn der hier verkauft? Weiß keiner. Hier, Egg Launcher Cameraman. Der hier wird nicht verkauft. 25.000, es gibt schon einen Mech. Hätte ich mir mal lieber den Kollegen gekauft über Gems, ne? Was kosten Gems? 20.000? Ja, okay, gut, ne. Reicht trotzdem nicht. Hätte ich noch ein paar Engineers und so weiter, dann wäre das schon gegangen. Ja, ist halt schon dumm, ne? Also, wobei, einer hat 24.000. Also, einer hat 24.000. Ich kann ihn leider nicht kaufen. Ich kann ihn leider nicht kaufen. Oh, meine Güte, meine Güte. Aber gut, macht nichts, Leute. Es ist okay. Es ist aber ein sehr teurer Server. Yo, was? DJ TV Man kostet einfach 42.000 Gems. Ja, das ist natürlich schon krass, ne? Aber der wird halt auch irgendwann weniger. Also den wird man vielleicht schon ziehen. Alright, Leute. So, wir öffnen mal noch diese Bunny Crate hier. Die machen, da ist er jetzt drin, das wär's. Ah, schade. Was macht denn überhaupt die Epische? Was macht die denn? Was macht die denn? Da habe ich schon wieder so viele, ey. 3.000, das ist aber auch nicht schlecht für eine Epische. AOE Damage ist auch nicht schlecht. Ja, kann ich mir mal aufheben, Leute. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal eben zurück. Und dann würde ich sagen, wir spielen den Modus nochmal und nutzen jetzt einfach mal die mythische Unit, die wir gezogen haben. Die macht jetzt nicht so viel Damage. Soll ich mal was Gewagtes machen? Das ist halt Quatsch. Mit 10.000 werden wir das nicht schaffen und ich will es schaffen. Ich mache das jetzt. Ich nehme jetzt DJ TV Man nicht mit, obwohl der eigentlich inzwischen zu meiner Leibgarde gehört. Aber ich will den jetzt einfach mal ausprobieren hier, den Kollegen. Alright, Leute, dann setzen wir den mal, den Kollegen. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinsetzen soll. Ich setz den mal. Tja, das ist die Frage, ne? Ich kann den hier in die Mitte setzen. Ja gut, wir haben ja eh keinen DJ TV Man dabei. Ich setze den einfach hier hin. So, machen wir das mal. Egg Launcher. So, warte mal, ich muss ihn hier noch schnell upgraden, sonst macht er hier nämlich gar keinen Flinz, der aller echte. Das ist dann nicht gut. Das ist dann wirklich gar nicht gut. Egg Launcher Cameraman. Yo, Bro, du bist mythisch, ne? Du bist ein mythischer Dude. Also mach mythische Sachen. Holy Macarocini, der kriegt aber hier, der hat einen Explosionsradius, aber er hat keinen Splash. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob er Splash hat. Aber er kostet nicht viel. Das ist schon mal gut. Er kostet nicht viel. Das Upgrade ist verschmerzbar. Wir können den direkt upgraden. Zack. Okay, jetzt wird schon mehr. Yo, der hat eine ultra kranke Range. Ah doch, er hat sowas. Okay, Explosionsradius. Er hat sowas ähnliches, ja. Er hat sowas ähnliches. Wie der so ist hier, der Kollege. Ob der jetzt hier was reißt oder eher weniger. So, alrighty. 6.000 kostet das nächste Upgrade. Okay, das ist schon auch wieder viel. Ja, ich setze mal den Hyper, den... Also eine Repair Drone müssen wir auch noch setzen. Die setzen wir direkt hinter die beiden. So, bam. Und dann setzen wir den Hyper, setzen wir dann hier rein. Komm, wir machen alle schön hier rein. Das ist doch super, ne? Wir machen alle schön da rein in das Eck. Das ist toll. Das ist toll und das gefällt mir. Mich interessiert das jetzt. Ich spare jetzt mal ganz kurz auf das Upgrade, auch wenn ich eigentlich die Xanthas upgraden sollte. So, jetzt ist der Maximallevel. Guckt euch mal die Range an. Okay, krass. Krass, krass, krass. Mit dem DJ TV Man im Verbund wäre der natürlich nochmal ein bisschen besser. Der Egg Launcher Cameraman. Also Leute, es geht auch ohne DJ TV Man. Ne? Also wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, wir sind bei Wave 30 gleich. Und wir haben alle Xanthas auf Maximal. Wir haben die beiden hier auf Maximal. Und wir sind jetzt gerade dabei, hier die Hypers auf Maximal zu machen. Ich werde jetzt hier jeden Hyper nur einmal upgraden, damit die schon mal so ein bisschen Grundkontingent an guten Damage machen. Und schon mal einmal ihre Schießwumme haben. Und dann werde ich den hinteren natürlich auf Maximal upgraden. Aber ich habe die alle schon mal so gesetzt, damit die hier einfach schon mal dastehen. Ne? Dann habe ich immer noch 4 Unit-Plätze frei. Und ja, der Kollege hier als Mythisch-Unit ist halt nice, weil der halt einen extrem großen Radius hat. Also, und der Explosionsradius ist halt auch cool. Und ich merke das tatsächlich beim Damage bei dem. Also, wenn der hier reinknallt, seht ihr das? Das merke ich tatsächlich. Also, das ist schon cool. Auf jeden Fall eine nice Unit, Leute.
Ja, also ich denke, dass wir das auf jeden Fall easy schaffen hier, also mit den Units. Schade, dass wir halt den anderen nicht bekommen haben, ja, den Gordly. Also, ja, der sieht schon auch irgendwie cool aus. Und ja, also ich bin sehr gespannt, ob wir den irgendwie im Verlauf des Events noch ziehen. Wir haben ja noch Zeit, Leute. Wir haben ja noch so viel Zeit. Ja, ich muss den Eventpass dann ein bisschen grinden. Das mache ich dann einfach jetzt nach der Folge mal ein bisschen offscreen, Leute. Und dann holen wir uns den ganzen Eventpass auf einmal ab. Das machen wir wie beim Weihnachtsevent. Dann haben wir auch die letzte Unit daraus, die wir daraus ziehen können. Dann machen wir noch so ein paar Challenges mit den Units und so weiter. Also das wird auf jeden Fall sehr wild, Leute. Da habe ich schon sehr, sehr viel vor. Und am Ende, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir den Mech ziehen, Leute. Schauen wir mal. Oder wir kaufen ihn uns. Vielleicht kann ich irgendwie nochmal Gems irgendwie mir besorgen oder so. Und wir kriegen ja auch ein paar Gems dazu. Und vielleicht verkaufe ich noch einen Engineer irgendwie so. Es wird schon werden, Leute. Es wird werden. Ich bin guter Dinge. So, wir haben jetzt den ersten hier auf Maximum. Jetzt ist natürlich das Ziel, alle anderen auch auf Maximal zu pushen. Machen wir die alle mal auf Level 3. Alle mal auf Level 3 und ihr seid auch noch live dabei. Was für ein schönes Gedicht. Dass den Toiletten gleich den Nacken bricht. Leute, ich sollte Reimer werden. Ich sollte ein Gedichtebuch schreiben. Oder ich sollte Rapper werden, Leute. Wie findet ihr das? Rotox, der Rapper. Ja, guckt euch das mal an. Da kommt nichts durch, yo. Da kommt nichts durch. Alle auf Level 3. Nichts kommt da durch, Leute. Das ist sowas von Dead End für diese Toiletten hier. Das ist so ein Dead End. Haha, yo. Also klar, man merkt es jetzt natürlich schon am Damage-Output ohne den DJ TV-Man. Das schon, aber es ist nicht so krass gravierend, weil der Hyper einfach trotzdem, der ist ja trotzdem ultra stark. Der Hyper ist ja trotzdem wahnsinnig. Also das ist eine wahnsinnig krasse Unit. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Aber trotzdem. So Leute, alle auf Level 4. Jetzt muss ich die langsam aber sicher auf Max-Level upgraden, aber trotzdem. Wir sind bei Wave 45, Leute, und wir rasieren die weg, als gäbe es keinen Morgen. Also mit dem Hyper-Upgraded Titan Speaker Man haben wir halt irgendwie keine Herausforderung, ne? Irgendwie, also der macht halt alles weg. Ich meine, ist gut für mich, ne? Ich kann den Modus jetzt hier einfach zu Tode grinden. Ja, da merkt man jetzt schon, dass die schon ein bisschen weiterkommen hier. Das merkt man jetzt schon, aber die brauchen halt dann einfach nur ein bisschen länger, bis sie down sind. Das ist dann alles. Mehr ist es dann letztendlich nicht. Und wir haben ja noch nicht mal alle auf Maximal. Aber klar, man merkt natürlich die 25% vom DJ TV Man. Ist halt ein Viertel mehr Schaden, ne? Also... Deswegen, das ist natürlich klar. So, den nächsten auf Maximal. Dann machen wir den auf Maximal. Aber jetzt seht ihr, habt ihr das gesehen? Ich habe den auf Max gemacht und instant merkt man das am Damage Output. Sofort. Das ist so krass einfach. Also der Hyper ist meine liebste Unit, ja. Meine liebste und auch die stärkste Unit. Der neue Mech, der ist ja auch gar nicht so krass vom Damage. Also nicht so krass wie der Hyper. Aber durch den Piercing und den AOE-Damage, das ist halt das, was ihn halt so heftig macht. Deswegen will ich ihn auch unbedingt haben. Guckt euch das an. 16 Minuten, Wave 50, Leute. Easy, boy. Ich habe noch nicht mal... Schau mal, die Repair-Unit. Ich glaube, die brauche ich gar nicht so unbedingt. Zumindest ist bis jetzt keine mehr vorangekommen. Wenn ich es genauso mache, dann brauche ich die nicht. Dann kann ich statt der Repair-Unit nochmal einen anderen mitnehmen. Aber gut, wir kriegen das ja trotzdem hin. Ob mit oder ohne oder mit der oder der Unit. Ich könnte auch nur mit dem Hyper reingehen, mit dem Green Laser und mit dem Center. Das wäre dann auch schon egal. So, nächste auf Maximal. Ja, dann haben wir nur noch zwei auf Maximum, ne? Und ich könnte immer noch vier setzen, Leute. Das ist völlig bescheuert. So, Leute, Wave 55, wir nähern uns den letzten Zügen. Und wir kriegen es auf jeden Fall hin, dass wir auch den letzten Hyper noch upgraden. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Guckt euch das mal an. Schaut euch mal an, wie die hier weggefetzt werden. Das ist so unfassbar, Mann. Nein, nein, nein. Ich weiß, wie viele Leute hier sitzen und sich so ultra schwer tun, den Modus zu spielen. Ich weiß, dass mir ist das vollkommen bewusst. Dass viele da sitzen und irgendwie bei Wave 30 wahrscheinlich schon am Sterben sind oder schon früher. Oder sich eben ärgern, weil sie sagen, ja, das Event ist zu schwer. Und ich sitze da ganz großkotzig und sage, yo, ist das einfach. Ah, wenn ich könnte, Leute, ich würde euch allen Hypers geben, aber ich kann es halt nicht, ne? Ich kann es nicht. Wäre ich Millionär, ich würde so viel Titan Crates kaufen, Leute. Aber es geht nicht, ne? Es geht nicht. Ich habe so viel verschenkt auch in letzter Zeit. Klar, keine Hypers, von dem habe ich ja nur einen. Den verschenken, das wäre ja dumm. Dem einen oder anderen würde ich gerne den Wunsch erfüllen, also for real. Aber das ist leider nicht machbar. So, ja, guck mal. 19 Minuten, Leute. Ist ja easy peasy. Da spielst du den ganzen Tag, dann hast du diesen Eventpass durch. Ja, jetzt habe ich schon wieder gesagt, easy peasy. Für mich ist es easy peasy. So, wir sind bei Wave 60. Rabbit Toilet. Ein sehr interessanter Name auch. Okay, pass auf, ich kann eigentlich einen Center verkaufen. Dann kann ich den nämlich upgraden. So, kann ich den hier noch verkaufen. Und den hier kann ich noch verkaufen. Ja, das bringt mir aber nichts. Ah, wobei, dann kann ich hier noch einen Hyper reinstellen. So, ja, der geht trotzdem down. Der muss hier nochmal den ganzen Weg durchgehen. Dead. Wie er aussieht, der allerechte. 250. Oh nein, ich habe das Double Egg nicht aktiv. Das kann man ja auch noch machen, ne? Double Egg kann man auch noch aktivieren. Ah, egal, das hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf. Okay, 901X. So, schauen wir mal, was wir in den Missionen so geschafft haben. Claimen.
Ansonsten haben wir eigentlich nichts. Ja, das andere dauert noch ein bisschen. Event Pass. So, was haben wir hier? Clam Bunny Crates. Ja, gut. Tier 21. Ah, schade. Ich hätte gerne noch den hier. Hätte ich gerne noch gemacht. Den hätte ich euch gerne noch gezeigt. Alright, Leute. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich jetzt hier nochmal zocke, bis ich die Eier zusammen habe. Beziehungsweise bis ich hierher gehen kann und hier den Kollegen hier aufsammeln kann. Wo ist er denn jetzt? Bis ich den aufsammeln kann. Und ja, das machen wir mal. Ich mache jetzt auch nochmal. So, dann machen wir mal die zwei Kisten auf, die wir hier bekommen haben. Vielleicht ist da irgendwas Gutes drin. Möglicherweise. Okay. Large und Large Bunnyman, ja, wieder. Okay, zweimal Legendary. So, Freunde, ich spiele jetzt hier einfach nochmal eine Runde. Ich habe jetzt nämlich diesen Double Bunny Boost, Eier Boost aktiv. Und dann schauen wir mal. Dann kriegen wir nämlich hier 500 pro Runde. Das ist nämlich auch nicht schlecht. 500 Eier. Und ja, dann spielen wir das jetzt einfach hier so mal ein bisschen. Und dann werden wir mal sehen, ob wir da in diesem Event Pass auf jeden Fall weiterkommen. Und den Rest mache ich dann offscreen, Leute. Aber ich will mal schauen, vielleicht skippe ich auch ein, zwei, damit ich mal auf die mittlere Unit komme, damit ich euch die in dem Video jetzt auf jeden Fall noch zeigen kann. Das machen wir vielleicht. Und dann schauen wir mal. Ich spiele das jetzt noch einmal und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall gleich. Ich habe gesehen, den DJ TV-Man kann man hier eigentlich übelst krass hier reinbauen in die Lane. Seht ihr das? Das ist auch übel. Das ist auch sehr wild. Also, ja, den upgraden wir jetzt einmal noch durch hier und dann haben wir auf jeden Fall von der Range hier, haben wir es ein bisschen besser gemacht. So, Freunde, wir nähern uns auch hier wieder dem Ende dieser Runde, Leute. Wave 55, also das ist für mich persönlich kein Problem, dass ich das hier mehrmals spiele. Und dem Egg Boost wäre das natürlich auch sehr nice, weil ich habe jetzt hier noch eine Stunde 42, ich werde jetzt noch ein paar Minuten brauchen. Also mit dem kann ich echt gut absahnen. Also da kann ich nochmal echt gut reingrinden. Nachher werde ich eventuell, das werde ich jetzt mal sehen, um einfach die eine Unit zu ziehen, damit wir sehen, was die für Stats hat. Und mal kurz reingehen und mal schauen, wie die performt. Vielleicht aber zwei, drei Level überspringen, was ich eigentlich nicht machen wollte. Aber ich will euch zumindest diese 25er Level Unit noch zeigen. Das wäre schon mein Anspruch für dieses Video. Das schadet ja, glaube ich, keinem. Aber wir schauen mal. Wir haben es jetzt auf jeden Fall gleich hier. Und wir schaffen es wahrscheinlich nicht, dass wir alle Titans upgraden. Leider Gottes, die Repair-Unit kann ich mir wirklich sparen, jo. Also, keine Ahnung, Mann, die macht gar keinen Sinn irgendwie. Nicht mal hier an vorderster Front werden die betäubt, also, das ist wirklich übel. Ich bräuchte, ja, zwei müsste ich noch upgraden. Ah, schaffe ich aber nicht, auch nicht mehr regulär. Kann jetzt dann gleich die Xanthas verkaufen, genau, das machen wir auch. Eine noch upgraden und ja, den können wir eh nicht mehr upgraden. Das heißt, stattdessen setze ich jetzt hier einfach noch ein. Seht ihr, ist sich genau ausgegangen. Aber der ist down. Rabbit Toilet. So wild, yo, so wild. Er sieht aber auch wild aus, der Bruder. Er hat gar keine Chance. 500 durch den Boost. Sehr wild, Leute. Okay, Leute, dann schauen wir hier mal rein. Ich habe keine der Missionen geschafft. Yo, okay, das ist schon ein bisschen haarig. Was muss ich hier denn überspringen? Hier, eine kann ich claimen. Okay, pass auf. Skippt hier. Was kostet das? 200 Robux. Boah, nee, Leute, das ist ja echt übel. Was kostet der nächste Skip? Auch nochmal 200. Ich skippe das jetzt ausnahmsweise hier durch. Aber wie gesagt, Leute, das mache ich wirklich nur jetzt, weil ihr seht, was das kostet. Das ist ja wirklich uferlos. Ab Tier 25 kostet es dann wahrscheinlich nochmal mehr. Also, das ist es ja absolut nicht wert, ey. Claim. So, nochmal skippt hier. Okay, hätte mich nicht gewundert, wenn das jetzt wieder mehr kostet. Dual Blade Bunnyman. So, alright, wir claimen ihn und wir schauen ihn uns einmal an. So, was haben wir hier? Dual Blade Bunnyman. Das ist eine AOE-Unit Legendary mit 4500. 120 davon existieren. Yo, die könnte ich halt... könnte ich halt verkaufen. Aber ist ja blödsinnig, ne? Ist ja Blödsinn, wenn ich jetzt in den Trading Plaza gehe und die für teures Geld verkaufe, oder? Das ist ja Blödsinn. Und mir dann... Nee, das ist ja Quatsch. Aber ich würde die nie verwenden. Ich würde die halt nie hernehmen, ne? Aber die gibt's halt auch nicht wieder. Aber vielleicht... Ja, irgendjemand wird vielleicht die gleiche Idee haben und die mal verkaufen. Warte mal, das interessiert mich jetzt. Interessiert mich jetzt, was die kostet. Ich meine, davon existieren jetzt 120. Wait a second. Wait. Wo ist er? Dual Blade. So, hier. Legendary. Null for sale right now. Glitch Camera. Na, okay. Dual Blade. 15.000 Chips. Also... Nee, das kannst du mir nicht erzählen, ne? Warte. Dual Blade Bunnyman habe ich hier für 15.000 Gems drin. Na, das wird keiner kaufen. Das ist ja dumm. Das ist ja, also... da gibt es nur 120, aber das wäre doch richtig dumm, oder? Wenn den jetzt jemand kauft, das wäre blöd. Dann würde ich mir den Kollegen hier für 25.000 war der drin. Dann würde ich es mir aber überlegen.
Ja, weil was will ich mit der Unit? Ich nehme die sowieso nicht her. Ich lasse die jetzt drin. Okay, Large Bunny Man für 50 Gems, die gehen weg. Die gehen hier weg wie warme Semmeln, aber der 15k Heidi, der geht nicht weg. Ach komm, das kann nicht dein Ernst sein. Oder soll ich den Engineer vielleicht noch verkaufen? Der wird, weißt du was, ich verkaufe jetzt den Engineer noch für 7000. Rein damit, Leute. Engineer. 7500 Gems, ja. Ich hab ja zwei davon. Was will ich jetzt damit? Der wird ja nicht mehr wert. Brauche auf jeden Fall den anderen. Weil den kaufe ich mir, Leute. Ich kaufe mir den hier im Trading Plaza für Gems. Ist mir egal, wenn ich den nicht ziehe. Ich gebe jetzt da kein Geld für weitere Kisten aus. Wenn der 25.000 kostet, dann soll es so sein. Ist mir egal. Aber den hier wird keiner. Den wird wahrscheinlich niemand kaufen für 15k. Ah! Also das kann ich mir nicht vorstellen. Spider-TV für 8.000 nur. 19k existieren. Spider-TV ist jetzt nichts, was ich unbedingt haben will. Nee, also wirklich nicht. Wirklich nicht. 15.000. Könnte ich den selber kaufen? Warte mal, ich nehme den mal raus. Und dann verkaufe ich den für 10.000. Vielleicht kauft den jemand für 10. 10 ist ja auch schon mal gut. 10.000, ne? So, 10.000 Gems. Jawohl, schauen wir mal. Versuchen kann man es ja. Alright, Leute, so, ich würde sagen, ich werde jetzt einfach mal offscreen den Event passieren, ein bisschen weiter grinden. Wie gesagt, wir sind bei Tier 25, wir brauchen jetzt das gleiche nochmal. Und das Event hat ja gerade erst angefangen, Leute. Also Titan Bunny Cameraman wird auf jeden Fall drankommen, Leute. Den kriegen wir so oder so auf jeden Fall. Und wer weiß, möglicherweise kriegen wir ihn, den Allerechten, hier auch noch. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen offscreen weiter, werde jetzt noch ein paar Eier sammeln und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, abonniert gerne rein. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao.